Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. Gut, wir gucken mal nochmal zum Vulkan. Und zwar, ja, das ist das, was man momentan so hauptsächlich im Stream sieht. Die Lava, wie sie da irgendwo hinfließt. Oder nicht fließt. Also gut, man sieht hier schon ein bisschen, dass da sich was bewegt, aber sonderlich spektakulär ist das jetzt hier nicht. Zumal vieles läuft unterirdisch oder hier irgendwo hinten dran vorbei und ja. Also da gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen. Wenn ich jetzt hier live gehe, so stellt das sich über den Tag an. Da. Hier unten haben wir einen, keine Ahnung, tritt hier was aus? Fließt hier was? Ich tät mal sagen, das könnte sein, dass da was fließt. Ja, er gast eben aus. Ich sehe jetzt hier keine Aschewolke, aber die ist normalerweise auch hinten dran. Aber er wächst. Er ist groß. Ja. Und es fließt eben Lava. Jede Menge Lava. Jeden Tag, die ganze Zeit. Ja, ist schon krass, oder? Das hat jetzt mittlerweile auch schon wieder das Meer erreicht und La Palma wird größer und größer. Die müssen bald einen neuen Flughafen bauen, wenn das so weitergeht. Oder können bald einen neuen Flughafen bauen, damit man nicht so lange von der einen Seite der Insel zur anderen braucht. Nee, Quatsch, natürlich nicht, aber ja. La Palma wächst auf jeden Fall. Ja, ich weiß, das wird noch Jahre dauern, bis man das nutzen kann, aber trotzdem, ja. Die ganze Insel ist so entstanden und irgendwann konnte man sie nutzen. Okay? Okay, gut. Was ich jetzt allerdings vorhin gesehen habe, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, das ist noch ganz lang, da war es schon hell. Hier zum Beispiel. Ah, dann ganz hell. Auf jeden Fall. Ne, hier unten scheint doch ein Austrittspunkt zu sein, würde ich mal behaupten. Ja, doch, Moment, ich warte mal, bis die Linie weggeht. Ja, doch, da scheint ein Austrittspunkt zu sein. Was macht denn der da? Ja, aber auf jeden Fall ist es am hell werden und er spuckt hier wieder wie der Große. Was ich sehr. Hier ist es noch heller und hier spuckt er immer noch. Hier, Moment mal. Sind das hier alles Austrittspunkte? Interessant, oder brennt da nur einfach was? Nee, das müsste doch. Sind das kleine Schlote oder wie? Fände ich jetzt wieder hochinteressant. Gut, vor allem interessant finde ich auch, auf so ziemlich allen Kanälen hört man ja, das geht runter, das geht runter, das geht runter, alles deutet auf darauf hin, dass er jetzt langsam am Aufhören ist und was macht er? Er denkt sich, ihr könnt mich alle mal und gibt wieder Gas. Ja, okay, natürlich nicht so stark, wie es mal war. Theoretisch gesehen könnte das so das letzte Zucken sein, aber sieht das aus wie ein letztes Zucken? Oder? Ja, dummerweise raucht er sehr viel. Das hat er mal besser gemacht. Oh, hier haben wir das. Das ist ein Austrittspunkt. Da kann mir doch jeder sagen, was er will. Ein kleiner Schlot. Komisch, davon hört man irgendwie nichts mehr. Vorher, wenn irgendwo ein bisschen mehr geraucht hat, kamen dann direkt die wildesten Theorien auf den unmöglichsten Kanälen. Sogar Musikkanäle. Und jetzt ist hier, tritt hier Lava aus und ja, interessiert keinen. Das ist eben das, was ich meinte. Das denken wir uns mal den Rauch mal weg. Sieht das für mich nicht so aus, als ob er die große Aufgabe machen will. Okay, die Werte sind soweit alle rückläufig. Sie werden dann auch mal, aber auch mal wieder stärker. Aber hey, der Witzker. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist immer noch für spektakuläre Bilder gut. Und jetzt gerade auch mit dem Rauchen so, das sieht schon sehr apokalyptisch aus, oder meine ich das nur?
Ja, blieb die Frage, was macht er denn? Weil, wenn alles rückläufig ist, warum macht er sowas? Und sowas? Und warum fließt den ganzen Tag Vulkan, Lava aus dem Vulkan? Ist so eine Frage. Ich bin weder Geologe noch Vulkanologe noch ja, sonst was, aber passt doch irgendwie nicht zusammen. Wobei ich den Experten definitiv nicht ihre Kompetenz absprechen will. Aber sagen wir es mal so, die wissen ja momentan auch nicht so genau, wo sie dran sind. Ich persönlich bin der Meinung, dieser Vulkan hier ist ein Rebell. Wenn jeder sagt, es ist so, macht er es gerade andersrum. Ja, warum auch nicht? Er kann es ja. Ich meine, wer sollte ihm erklären, dass er das nicht tun soll? Also ich kann das nicht. Und da kann man sich auch noch vorne dran stellen und sagen, nein, hör jetzt auf. Und sagt er, nö. Und da kann man nur sagen, okay. Weil es ist eben ein Vulkan. Ja. Und hier gibt er ja schon richtig Gas. Wenn die ganzen Wolken hier, also der ganze Rauch und so nicht weg wird, da wird man wahrscheinlich sehen, dass hier wieder so ein einheitlicher Strahl ist und der hier jetzt gerade mal nochmal. Ja. Also ich denke mal, von Aufgeben brauchen wir hier noch nicht zu reden. Er schwächelt vielleicht, wahrscheinlich wird er auch nicht mehr so stark, wie er mal war, aber fertig ist er noch nicht. Ich habe jetzt irgendwo die Theorie gehört, naja, die Hypothese, nicht die Theorie, dass er hier vielleicht mit seinen Kammern und Gängen und dem Druck, der hinten dran steht, vielleicht jetzt sowas wird wie ein zweiter kleiner Stromboli. Für die, die es nicht wissen, ich wusste das auch nicht, der Stromboli bricht jeden Tag aus. Immer mal wieder, alle paar Stunden. Da ist, er bricht aus, dann fehlt wieder Druck, dann stürzt die Lava zurück, erkaltet und bildet einen Tropfen. Dann gibt es wieder Druck, und dann macht es Peng und dann bricht er nochmal aus. Es gibt dann auch Phasen, wo er dann stärker ausbricht, dann sieht das eher so aus wie hier. Dann gibt es aber auch Phasen, da blubbert er nur so vor sich hin oder raucht ein bisschen. Also ja. Wichtig ist auf jeden Fall bei ihm, er macht das jeden Tag regelmäßig. Er wird zum Beispiel auch benutzt, wenn Vulkanologen neue Techniken erdacht haben, um zu erkennen, wird das ein starker Ausbruch oder wie viel Magma ist dabei oder was für Magma. Das wird dann, gell, Moment. Oh, okay. Ich habe nicht so gut geschlafen die Nacht. Was wollte ich sagen? Ja, so Zeug wird dann eben gerne am Stromboli ausprobiert, weil man da weiß, der bricht aus. Ich bin jetzt allerdings kein Experte. Ich habe das eben gehört. Ich würde es für gar nicht so unlogisch halten, dass bei diesen starken Beben da unten irgendwas passiert ist, dass sich jetzt eine Möglichkeit für den Vulkan ergeben hat, dass aufsteigendes Material ohne groß Bram Bram nach einer gewissen Zeit hier oben einfach ausgeworfen wird. Und dass unten einfach genug da ist. Ich meine, La Palma liegt ja noch auf dem Hotspot. Das ist ja das, was man hier gerade so sieht. Hier dieses da. Das kommt aus dem Mantel, steigt auf, sucht sich seine Wege durch die Kammern und Kanäle und irgendwann macht es hier plups. Und ja. Da ist genug Material da unten. Schon mal der ganze Mantel. Dann eben Hotspot, Druck und ja. Wenn sich das jetzt alles so eingependelt hat, warum sollte es denn jetzt aufhören? Ich sage nochmal, nein, ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir auch nicht, dass er aufhört. Er soll einfach machen, was er macht. Wie er bockig ist. Ich wünsche auch den Menschen auf der Insel nicht, dass er weitermacht oder eventuell dann sich neue Kanäle sucht oder nein, wünsche ich den Leuten auch nicht. Mir geht es eben nur darum, ja, wenn er das hier so weitermachen will, soll er das weitermachen. Fände ich hochinteressant. Vor allem dann hätte man zwei Vulkane, die man dann, wo man dann ausprobieren könnte. Würde wahrscheinlich mehr Daten ergeben und eventuell eine bessere Vorhersage.
Ich meine, guckt man sich jetzt mal gerade Taal an, der macht ja eigentlich auch alle Anzeichen, dass er jetzt mal da Gas geben will. Aber ich meine, der emittiert ja jeden Tag mehr Schwefeldioxid? Ja, ich glaube. Als er hier, ohne dass er ausbricht. Und ja, aber wenn der mal knallt, knallt er ja richtig. Nur eben, dass dann, ja, im Vergleich zu La Palma, dort sind richtig viele Menschen betroffen. Die wahrscheinlich dann auch, weil der, soweit ich weiß, pyroklastische Ströme erzeugen kann. Also, dass wenn dieses heiße Gas mit Partikel und was weiß ich nicht, nicht noch alles aufsteigt, irgendwann dann zu viel Gewicht hat zum Aufsteigen und dann nochmal runterkommt, dann beschleunigt es, läuft im Vulkan Kegel runter und ja, weil sie über 200, 300 Grad da, ja, mit Druckwelle und so, also man hat da sehr viele Möglichkeiten dran zu sterben. Und Häuser und so, die halten das auch nicht so zwingend aus. Wenn jetzt der Stromboli und er hier dann in den nächsten Jahrzehnten dafür sorgen würde, dass man sagen kann, nö, der bricht nur nicht aus. Oder, jai, der bricht aus. Alle mal weg. Fände ich das ziemlich cool. Dann darf er von mir aus auch gerne weitermachen. Ich meine, wie gesagt, er macht eh, was er will. Und es gibt auch niemand, der ihn daran hindern könnte. Aber wenn man dadurch dann Erkenntnisse sammeln könnte, die dann eventuell in anderen Regionen, wo große Vulkane, weil, nochmal langsam zum Mitschreiben, er ist ein kleiner. Er ist kein Monster. Geht mal auf die anderen Seite von der Insel, wenn man sich da die Asche und so wegdenkt, dann merkt man gar nicht, dass da ein Vulkan ausbricht, obwohl es dieselbe Insel ist. Da gibt es ja auf einigen Kanälen, wo die dann mal auf die andere Seite spazieren oder fahren oder wie auch immer und man merkt, buh, da merkt man ja gar nichts davon. Also diese Horrorstorys, dass die ganze Insel brennt, das ist ja alles total übertrieben. Er ist ein kleiner. Und wenn er dann auch hier einen auf Stromboli machen würde, wäre er eventuell auch einen, den man gut untersuchen könnte. Weil man eben relativ gut drankommt und man ihn gut beobachten kann. Und ja, sollte es so sein, könnte das tatsächlich gut sein für die Wissenschaft und man könnte dann in naher Zukunft dann eben vielleicht genauer sagen, da geht jetzt gleich was los, also ihr alle weg. Ja, die verlieren dann vielleicht Haus und Hof, aber wie ich ja schon mal gesagt habe, solange man lebt, da gibt es ein schönes Ding, das habe ich, wo war das? Ich glaube bei Galileo gesehen. Ein Ziegenbauer, der ich glaube nach 2 oder 3 Tagen schon so ziemlich alles an Land und Haus und Hof verloren hat. Wo ich dann nur nochmal sagen muss, warum hat er dann nur T-Shirt und Flipflops, wenn doch Tage vorher schon angekündigt wurde, ah ja, da geht was los. Ja, hätte man vielleicht die Warnung mal ernst nehmen sollen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, der hat eben alles verloren. Seine Käserei oder wie das Ding heißt. Und das Land, wo seine Ziegen drauf rumgeeiert sind. Was macht der? Stiefel direkt zur, ich glaube, Inselverwaltung oder was das für ein Dings ist. Und sagt, ey, dahinter gibt es noch all die Käserei oder irgendwie sowas, die seit 14 Jahren stillsteht. Wie wäre es, wenn ich die kriege? Er hat sie gekriegt, ist mit seinen Leuten dorthin, also Familie und so. Die haben angefangen zu schrubben und zu wienern und die noch vorhandenen Geräte, wenn ich das richtig verstanden habe, instand gesetzt. Er hat auch Spendegeräte gekriegt. Und siehe da, eine Woche später hat der gute Bub wieder Käse produziert. Hat sich neues Land besorgt für seine Ziegen. Wenn die dann wieder Milch geben, geht das dann noch weiter. Also ist aber dann wieder auf dem Stand, wo er war, bevor der Kollege hier ausgebrochen ist. Das ist eben das, was ich meine. Solange man lebt, kann man sich das, was man verloren hat, wieder aufbauen. Wenn man tot ist, ist das natürlich scheiße. Oh, was macht er denn hier jetzt? Hier hat er gerade aber richtig Spaß, hä? Und dann wird das hier unten irgendwie auch mehr. Alter, ist da gerade wieder ein neuer Schlot? Also nicht ein neuer Schlot, also einer von den alten Schloten noch dazugekommen? Oder ist das alles dasselbe? Es ist auf jeden Fall mal wieder Grund genug, dass ich spektakulär an den Titel schreibe. Spektakulär und apokalyptisch. Wobei da ja auch wieder die Sache ist, wenn man es mal genau nimmt, ist die Apokalypse ja eigentlich nur, wie heißt das so, die quasi die. Ach, wie wird es übersetzt mit der Abrechnung?
Also eigentlich geht die Welt da ja gar nicht unter, aber das ist ja auch wieder. Nee, komm. Auf die Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein. Lange Rede, gar keinen Sinn. Kollege hier, also Jenner da, mit ihm hier unten und ja, wie er sich eben so am Tage darstellt. Ich traue mich einfach, spiele jetzt hier auch den Rebell und sage, er hier bleibt uns noch lange erhalten. Also Wochen auf jeden Fall, Monate vielleicht und je nachdem, wie er drauf ist, macht er hier einen auf Stromboli. Ja, dann ist aber das Problem, so über die Dauer werden die wahrscheinlich den Stream hier nicht offen lassen. Also, ja, das wäre dann. Ist ja irgendwie, ne? Aber ja, ist wie es ist. Ich wollte nur mal anmerken, er ist noch da. Auch wenn ja viele das Gegenteil behaupten. Er ist vielleicht nicht mehr so stark, wie er mal war, aber er macht trotz allem, wo die Leute sagen, also die Experten sagen, das wird rückläufig, das wird rückläufig, das ist weniger, also macht er hier jetzt mal langsam da sich fertig zum Schlafen gehen. Ich denke nein. Ich bin ja nichts, kein Experte. Wenn ich damit falsch liege, liege ich falsch, dann ja, habe ich falsch gelegen. Ich möchte nochmal sagen, ich will nicht, dass er weitermacht. Ich will nicht, dass er aufhört. Er soll das machen, was er tut. Es ist meine Hypothese, die behauptet, er ist noch da. Er geht weiter. Er wird noch eine Zeit lang sowas hier machen. Und sowas hier. Das ist eine Hypothese, dass wenn die falsch ist, ist sie falsch. Beziehungsweise wenn die falsch ist, war sie eben nicht richtig. Okay? Also kreidet mir das jetzt nicht an, wenn ich sage, ich sage, er wird uns noch mit Bilder versorgen. Wäre nur schön, wenn es bessere wären. Also qualitätstechnisch bessere, nicht, dass er noch mehr Gas gibt und das alles. Und wer weiß, vielleicht wird er ja wirklich ein neuer Stromboli. Dann ist es eben auch so, können wir es auch nicht ändern. Ich will das nicht. Wenn es so ist, ist es so. Wenn es nicht so ist, ist es auch gut. Gut, okay, damit hätten wir dann 17 Minuten, okay, das passt so in etwa. Schöne Bilder hatten wir auch, deshalb würde ich sagen, wenn er hier wieder was macht, wo ich denke, jawohl, beziehungsweise wenn er was macht und es gibt dann auch Aufnahmen, die ich euch zeigen kann, dann mache ich das. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn er hier wieder Gas gibt. Oder wenn er hier mir wieder was zeigt, was ich euch zeigen kann. Wenn es neue Theorien gibt oder wie auch immer. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich dann irgendwann auch eine Quelle finde, wo ich mal das Lava-Delta da unten zeigen kann. Das neue, alte, angebaute, wie auch immer. Weil ich finde da leider nichts, wo ich dann irgendwie sagen könnte, ja, das darf ich verwenden. Es gibt da zwar ein paar Dinger, wo ich nicht sehe, dass die irgendwie das darfst du mir nicht in deinen Videos zeigen machen, aber ich habe die dann auch angeschrieben, aber keine Antwort gekriegt. Und ich monetarisiere es zwar nicht, also im schlimmsten Fall denke ich mal, würde das Video dann eben nicht gezeigt werden. Ja, jetzt wo ich das Video ausmachen will, jetzt zeigt er mal noch, was er kann. Hä? Spektakulär. Echt brutal, was er macht. Und wenn ich jetzt so Richtung live schiele, wie gesagt, ich habe das auf dem Netbook nebendran laufen, da sieht man ihn, er gast vor sich hin, wo man denkt, ja, das ist so ganz lieber, der macht ja gar nichts. Und dann sieht man so Bilder. Einfach krass. Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, wir sehen uns. Also, beziehungsweise, ihr seht das, was ich euch zeige und hört mein Geplapper. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.